Was ist? Guten Tag, Herr EST. Hier ist das Arbeitsamt. Sie sind schon 3 Monate lang arbeitslos. Das kann so nicht weitergehen. Deswegen haben wir für Sie eine potenzielle Stelle gefunden und direkt mit der Firma ein Gespräch für morgen 14 Uhr vereinbart. Wie morgen um 14 Uhr? Ich kann morgen nicht. Wenn Sie das Gespräch nicht wahrnehmen, sperren wir Ihnen Ihr Geld. Ziehen Sie sich etwas Schickes an und viel Erfolg. Ja, aber... Ah, da sind Sie ja, Herr EST. Freut uns sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ja, schön, dass du dich freust, du fettes Stück Scheiße. Bitte, setzen Sie sich. Herr EST, erzählen Sie mir etwas über sich. Erzählen Sie etwas über sich selbst. Stell konkrete Fragen, was willst du wissen? Erzählen Sie mir zum Beispiel ein bisschen von Ihrem schulischen Werdegang. Ja, sehr gerne. Also in der Volksschule war ich ein absolut dummes Stück Scheiße. Ich habe nur Fetzen gehabt. Ich war der Schlechteste in meiner Klasse. Das lag vielleicht auch daran, dass ich jeden Tag heimlich am WC Crack Cocaine geraucht habe. Später habe ich mir auch Heroin gespritzt, LSD genommen, Gras geraucht und Xanax durfte natürlich auch nicht fehlen. Und das hat mich dann auch auf die Idee gebracht, einen illegalen Drogenring in der Schule aufzubauen, unter den Minderjährigen und die ganzen Substanzen auch an Minderjährige zu verteilen. Da war ich auch wirklich sehr, sehr erfolgreich. Ich habe wirklich so viel Geld verdient und ich glaube nur 12 oder 13 wirklich arme, unschuldige, kleine Kinder sind dabei an einer Drogenüberdosis gestorben und haben für immer ein Loch in den Seelen und in den Herzen ihrer Familienmitglieder hinterlassen. Wow, in so jungen Jahren schon so ein unternehmerischer Geist, das ist wirklich sagenhaft. Doch dazu hat er jeden Preis in Kauf genommen, um sein Ziel zu erreichen. Genau das brauchen wir für unsere Firma, genau das. Und ja, dann ging es weiter. Nach der Volksschule wurde ich an einer Hauptschule für geistig zurückgebliebene Vollidioten aufgenommen. Die einzige Anforderung war ein einstelliger IQ und das habe ich natürlich mit Bravour bestanden, weil ich ein absolut dummes Stück Scheiße bin. Und dort habe ich jeden Tag meine Lehrer und meine Mitschüler sexuell belästigt, geschlagen, angespuckt, ihnen jeden Tag den Tod gewünscht und sie jeden Tag bis aufs Schlimmste gemobbt. Und später habe ich das dann auch so eingefädelt durch mehrere Manipulationstechniken, dass die Kinder sich dann gegenseitig gehasst haben. Und das hat dann öfters in irgendwelchen Messerstechereien gemündet, wo sich die kleinen, unschuldigen, minderjährigen Kinder fast zu Tode gestochen haben. Es war wirklich ein regelrechtes Blutbad an der Schule. Ach, er versteht etwas von zwischenmenschlicher Psychologie. Das ist in Zeiten von künstlicher Intelligenz enorm wichtig. Je länger ich dieses Bewerbungsgespräch führe, desto mehr wird mir klar, dass wir genauso jemanden in unserer Firma brauchen. Ich glaube, heute ist mein Glückstag. Wow, ein wirklich sehr, sehr spannender Werdegang, Herr EST. Ich will Ihnen auch nicht zu viel Zeit rauben. Was sagen Sie dazu, wenn ich Ihnen einfach ein paar Themen und Szenarien vorstelle und Sie sagen mir einfach Ihre Meinung dazu, okay? Ja, von mir aus. Was halten Sie von Frauen? Absolute Untermenschen. Wie stehen Sie dann zu den hart erkämpften Frauenrechten? Rechten? Meistens verwende ich meine linke Hand, wenn ich Frauen schlage. Faszinierend. Was halten Sie von Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau? Also wenn Sie unter Gleichberechtigung meinen, dass eine Frau den ganzen Tag in der Küche steht, kocht und putzt, ja, dann bin ich ganz dafür. Was halten Sie von Ausländern? Nach Hause alle schicken. Vielleicht konkretisieren wir diese Frage. Was halten Sie von Türken? Puh. Serben? Puh. Polen? Ja, puh. Das sind die schlimmsten von allen. Kroaten? Gott sei Dank haben sie im WM-Finale gegen Frankreich verloren. Italiener? Ananas gehört unbedingt auf eine Pizza. Was sagten Sie von Deutschen und Österreichern? Ach, Verzeihung. Ich habe vergessen, meinen Klingelton auf stumm zu stellen. Kein Problem. Was sagten Sie von Schwarzen? Was halten Sie von Josef Stalin? Absolutes Vorbild. Adolf Hitler? Bester Mann. Mao Zedong? Nach Ladyboys und Thai-Nuten das Drittbeste aus Asien. Nehmen wir an, eine alte, gebrechliche Frau steigt in den Bus und braucht einen Sitzplatz. Was machen Sie in so einer Situation? Ich mache das einzig Richtige, was ein Gentleman in so einer Situation tun kann. Ich sage, es soll scheißen gehen. Schau ich aus wie das Christkind oder was? Ein letzter Test, Herr EST. Erregt Sie nachfolgendes Video? Nein. Kein bisschen. Sehr schön. Sie haben den Job. Was? Sie haben den Job. Sie erfüllen alle Anforderungen. Was waren denn die Anforderungen? Jetzt bin ich aber gespannt. Rassist, Faschist, Sexist, Xenophob, Nazi, dumm, hässlich, Krimi, Vorliebe für dünne Frauen. Uah. Okay, das mit dem Cock stimmt, aber trotzdem. What the fuck? Wo habe ich mich denn überhaupt beworben? Und genau hier brauche ich eure Hilfe, Leute. Meine Kreativität reicht nicht mehr aus, um mir auszudenken, wo er sich denn beworben hat. Welche Firma wäre jemals auf der Suche nach so einem Mitarbeiter? Wenn ihr Ideen habt, schreibt es mir in die Kommentare, abonniert den Kanal
und nicht vergessen, alles mit Humor zu nehmen. Bis bald.